Hi Leute, ich bin's Carina und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe wieder ein Stativ. Oh, ich freue mich so. Ich habe wieder ein Stativ und eine Ringleuchte. Das heißt, die Qualität sollte wieder besser sein als in den letzten paar Videos. Heute geht es um meine fünf größten, wichtigsten Learnings aus meinen Hochzeitsplaner-Jahren, aus meinem Hochzeitsplaner-Dasein. Und diese Learnings oder Tipps sind nicht nur für angehende Planer oder bestehende Planer, sondern eben auch für Brautpaare. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und los geht's. Und zwar mein Learning Nummer 1. Man kann eigentlich auch sagen, dass diese Learnings auch mal Pannen waren, weil ich habe ja durch diese Fehler oder Erfahrungen einfach gelernt und sie sind mir alle schon passiert. Und zwar Learning Tipp. Panne, Erfahrung Nummer 1, nennt wie ihr es möchtet, vor dem Druck der Menükarten, die Menükarten, also die Druckvorschau, definitiv nochmal an die Küche senden, beziehungsweise an den Caterer oder an die Location, je nachdem, wer euer Ansprechpartner für das Essen und für die Getränke ist. Das war 2019 erst, da ist uns ein Fauxpas unterlaufen. Wir haben die Speiseauswahl und auch die Getränkeauswahl natürlich vom Caterer erhalten. Also das lasse ich mir immer zusenden, um auch die genauen Bezeichnungen für Weine etc. zu bekommen. Habe das alles an die Grafikerin weitergegeben und die hat daraus natürlich dann die Menü- und Getränkekarten gemacht. Brautpaar hat abgesegnet, so alles wunderbar. Und ich habe tatsächlich eine Weinsorte auf der Getränkekarte vergessen. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte, ob ich beim Kopieren aus der E-Mail vom Caterer irgendeinen Absatz vergessen habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ein Wein hat auf der Getränkekarte gefehlt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, gut, dann drucken wir es vielleicht nochmal und die Kosten für den ersten Druck gehen vielleicht auf mich. Allerdings, ich wollte aber sagen und allerdings. Allerdings war es eine sehr kurzfristige Hochzeit und wir hatten einfach keine Zeit mehr. Wir hatten schlicht und weg einfach keine Zeit mehr, weil sowieso alles last minute geplant wurde. Und ja, dann hatten wir Getränkekarten ohne eine Weinsorte. Ja, sowas sollte man natürlich auch direkt mit dem Brautpaar besprechen. Also ich habe auch direkt gesagt, hey, es tut mir leid, es ist einfach eine Weinsorte untergegangen. Aber Brautpaar hat gesagt, komm, passiert, wir lassen das jetzt so, wir wollen jetzt nicht nochmal neu drucken und riskieren, dass die neuen Getränkekarten dann vielleicht zu spät ankommen. Ja, Fauxpas meinerseits, Fehler, Erfahrung und mein Learning, das nächste Mal oder die nächsten Male immer vorher nochmal mit der Location oder mit dem Caterer Rücksprache halten. Wir bleiben mal beim Thema Catering, Location. Und zwar am Morgen oder am Vormittag des Hochzeitstages den Tagesablauf immer nochmal mit dem Serviceleiter durchsprechen. Also, der Serviceleiter ist sozusagen euer Ansprechpartner von dem gesamten Serviceteam. Meistens ist der Serviceleiter der, ich sag mal, das letzte Wort hat, alles, was den Service betrifft, ist euer Ansprechpartner, mit dem ihr den ganzen Tag zu tun habt. Ich spreche jetzt gerade mal aus der Zeremonienmeister-Sicht. Wenn ihr jetzt im Brautpaar zuschaut, entweder habt ihr einen Zeremonienmeister, was ich sehr empfehlen kann, oder ihr habt irgendeine andere Art von Ansprechpartner an dem Tag der Hochzeit. Und genau, es ist so, dass auch wenn ihr euren Tagesplan mit der Location oder mit dem Catering, nachdem wer das eben ist, in einem Detailgespräch zum Beispiel absprecht oder auch wenn ihr einen Tag vor der Hochzeit noch den finalen Tagesplan zusendet, meiner Erfahrung nach hat die Location bzw. das Caterer oder Service Team, die haben immer noch mal einen anderen Tagesplan, einfach weil die noch mal andere Infos brauchen und im Tagesplan steht jetzt zum Beispiel auch, keine Ahnung, wann das Getting Ready losgeht oder keine Ahnung, wann die Trauzeugen kommt oder wer was irgendwie wo mitbringt, was weiß ich. Und vieles interessiert einfach die Location dann nicht, weil die müssen einfach den Ablauf für sich im aus den Augen des Serviceteams kennen oder wissen. Deshalb haben die meistens nochmal einen anderen Tagesplan, was aber nicht verkehrt ist, ist überhaupt nicht schlimm. Aber trotzdem sollte am Morgen, am Vormittag der Hochzeit einfach nochmal Rücksprache gehalten werden. Hat sich irgendwas geändert über Nacht? Meistens kommen doch nochmal Absagen rein oder es muss vielleicht durch eine Absage irgendwie an Tisch 5, da müssten doch nur noch 7 Leute statt 8 Leute sitzen. Aber ich finde es auch wichtig, dass man als Zeremonienmeister einfach nochmal mit dem Serviceleiter Rücksprache hält, um auch erstmal zu sagen, hey, hier bin ich.
Ich bin die Zeremoniemeisterin, ich bin deine Ansprechpartnerin oder ihre Ansprechpartnerin und andersrum eben genauso. Und das finde ich ist eben sehr, sehr, sehr wichtig. Vielleicht gibt es auch noch mal Beispiel bei irgendeinem Gastbeitrag. Vielleicht müsst ihr da irgendwas noch mal dem Serviceleiter mitteilen. Hey, da, keine Ahnung, das könnte doch ein bisschen länger dauern, weil der Trauzeuge hat jetzt doch noch eine Dia schon vorbereitet oder so. Es gibt immer irgendwelche Last-Minute-Sachen, die man einfach absprechen sollte mit dem Serviceleiter. Und Learning Nummer 3, und das halte ich jetzt mal kurz, weil darüber habe ich schon ein sehr langes Video gemacht. Mein Learning ist, wer die Hochzeit plant, sollte sie auch umsetzen. Das heißt, wenn es einen Hochzeitsplaner gibt, der in der Planung involviert ist oder war, dann sollte dieser auch definitiv am Tag der Hochzeit vor Ort sein. Heißt jetzt nicht, wenn ein Brautpaar keinen Hochzeitsplaner hat, dass man auch selbst die Hochzeit umsetzen sollte. So meine ich das nicht, sondern wirklich auf Hochzeitsplaner bezogen, weil ich habe damit schon mal ganz, ganz schlimme Erfahrungen gemacht und habe auch seitdem gesagt, ich mache das nie wieder. Ich wollte mich hier kurz halten, weil ich würde an der Stelle einfach mal auf ein Video verlinken. Ich glaube, ich habe es sogar Katastrophenhochzeit genannt. Aber da ist es leider echt schief gegangen. Da ist noch mehreres schief gegangen. Und das, wie gesagt, verlinke ich euch gerne mal hier oben in der Ecke. Schaut euch das unbedingt mal an, weil da gibt es auch noch mal sehr wichtige Tipps, auch in Bezug auf Zeremonienmeister. Und mein Learning Nummer 4. Wieder die Locations. Immer die Locations, Mensch. Und zwar, man muss einfach schnell sein bei den Locations. Es ist manchmal gefühlt wie auf dem Immobilienmarkt. Am nächsten Tag ist gefühlt die Location einfach schon wieder weg oder ist dann schon gebucht. Ich habe das mal so gemacht, dass ich die Locations vorher nicht reserviert habe, bevor ich sie dem Brautpaar vorgeschlagen habe. Und manchmal geht es auch gut, manchmal schlägt man ja auch vielleicht direkt am nächsten Tag vor oder am selben Tag noch, wenn man die Location anfragt. Aber es ist auch schon mal schief gegangen, dass ich ein bisschen länger gewartet habe, weil ich irgendwie noch andere Location-Vorschläge sammeln wollte. Und dann habe ich sie vorgeschlagen, habe sie aber nicht reserviert. Und dann hat das Brautpaar gesagt, boah, ja, die Location wollen wir unbedingt angucken. Und dann, ja, wollte ich einen Besichtigungstermin vereinbaren und die Location war dann doch schon gebucht an dem eigentlichen Wunschdatum. Deswegen mein unfassbar wichtiger Tipp, seid wirklich schnell bei der Location-Suche. Das heißt jetzt nicht, dass ihr innerhalb kürzester Zeit irgendeine Location wählen müsst. Hauptsache, ihr habt irgendeine. Aber ich meine einfach nur, vor allem, wenn ihr eben, wenn es nur noch wenige Monate sind, sage ich mal, jeder fängt ja die Planung immer wann anders an. Aber versucht einfach Locations, wenn ihr mehrere anschaut, vielleicht zu reservieren, wenn das möglich ist. Versucht generell die Location, die Entscheidung der Location nicht in die Länge zu ziehen. Also dass ihr Beispiel jetzt im April eine, Anfang April vielleicht eine Location reserviert und die nächste Besichtigung ist aber erst dann irgendwie Ende Mai. Das heißt, ihr könnt die April-Location nicht so lange reservieren. Also ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also ja, ich hatte es schon öfter, dass die Locations dann auf einmal weg waren beziehungsweise eben gebucht waren. Das war sehr, sehr ärgerlich. Und deshalb versuche ich immer, Locations zu reservieren, bevor ich sie vorschlage. Und Learning Nummer 5, immer auf euer Bauchgefühl hören. Ich finde, das ist mit der wichtigste Tipp, weil in vielen Momenten, in vielen Fehlersituationen von mir, hat mein Bauchgefühl eigentlich was anderes gesagt, aber ich habe dann ja, vielleicht eher rational entschieden und nicht emotional aus dem Bauch heraus. Und manchmal ist das Bauchgefühl aber einfach das richtige Gefühl. Ich habe mal zum Beispiel ein Video über meine, ich glaube, meine 3 größten Pannen gemacht. Und da habe ich auch erzählt, dass ich mal ein Brautauto in die Sackgasse gefahren habe. Ich verlinke euch das Video auch gerne mal hier. Schaut euch das auch gerne mal an. Und ich habe auch da in einem Video gesagt, ich wusste, dass mich das Navi falsch führt. Ich hatte das im Gefühl, es hat sich komisch angefühlt, aber ich bin trotzdem dem Navi gefolgt und nicht meinem eigentlichen oder meinem eigenen Orientierungssinn. Es gab noch so viele andere Momente, zum Beispiel bei der Hochzeit, ja, das Video, was ich euch davor verlinkt habe, als ich eben nicht am Tag der Hochzeit vor Ort war, aber ich habe die Planung übernommen. Auch da, ich hatte kein gutes Bauchgefühl, weil ich auch mit der
Ansprechpartnerin von der Location. Ich hatte einfach kein gutes Bauchgefühl und wusste, dass das kann nicht gut gehen. Und habe es aber trotzdem so durchgehen lassen. Und das war einfach dann verkehrt in dem Moment. Und deswegen mein Tipp an euch, hört immer auf euer Bauchgefühl. Und damit beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal meine persönlichen 5 Learnings zu hören und aus meinen Erfahrungen auch hoffentlich zu lernen. Ich hoffe, das Video war sowohl für angehende Planer als auch für Brautpaare interessant. Hinterlasst mir auch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wenn ich euch weiterhelfen konnte. Und abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis bald!